Ansage. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altes Live. Diesmal spielen wir als Cop und ich bin nicht alleine. Der Darkfighter YT ist bei mir. Jo, servus Leute, Darkfighter ist auch wieder dabei und so. Ja, und wir sind jetzt Polizisten und wir haben unseren ersten Einsatz. Rebellen machen irgendwo Stress. Wow, 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 der fährt mir ein bisschen zu gefährlich da vorne. Ich krieg du, Alter. Junge, ich hab auch gerade nur, boah, ich hab grad nur 19 FPS. Bei mir geht's gerade richtig down, aber wenigstens sind diese D-Sinks weg. Ja, klar. Ich bin mal gespannt, was jetzt bei dem Einsatz hier rumkommt. Ja, genau. Wir werden jetzt nicht viel kommentieren und nicht Let's Play machen, sondern einfach Roleplay-mäßig das jetzt hier durchziehen. Ja, ich hoffe, euch wird's gefallen. Schreibt und wir haben natürlich auch eine scharfe Waffe dabei. Ja, als Rekruten. Den Server werden wir, glaube ich, auch bekannt geben. Ja, wir klar. Bei Arma 3 in den Filter eingeben, GZA. Ah, der hat sein Licht aus. Aber ich verlinke den ganzen, ich verlinke die ganzen Sachen noch unten in die Kommentare, in die Beschreibung. Genau, drück mal N. Okay, Nachtsichtgerät an. Genau, sonst siehst du hier nichts. Weil da vorne ist schon der Coop Trader. Oh Mann, jetzt geht's los. Wie war das jetzt eigentlich mit Festnehmen und alles? Steuerung R drücken. Steuerung R. Ich glaube, wir killen die Rebellen sowieso gleich, also von dem her. Also es gibt Krieg. Ja, auf jeden Fall. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Mal schauen, ob sie uns gleich beschießen. So, wie sieht's jetzt aus? So, wie sieht's jetzt aus? Die machen wir weiter. Rechts auf dem Berg, da ist ein Helikopter. Wir fahren einfach erstmal weiter. Ja, verstanden. So, das Ganze geht ja auch wirklich wie im echten Funk durch. Bei uns ist auch der Anruf. Wir bewegen uns dann vom Dunkeln rüber. Okay. Genau, unser Leutnant. Und ja. Jetzt reden wir schon gar nicht mehr viel. Ah, und auf uns wird schon geschossen. Ah, ich komme da nicht rüber. Scheiße. So, Wir stacken. Aussteigen? Nein, du bleibst drin. Falls ich sterbe, steig wieder ein, falls ich sterbe. Ich repariere nur unser Fahrzeug. Okay. Da wir nicht über die Mauer fahren können, würde ich ganz kurz Fahrzeug reparieren. Ifrit. Ja, haben Ifrit gesehen. Der dreht jetzt, glaube ich, gleich um. Der fährt nicht zu uns. Oh Mann, ganz schön Action hier. Sollen wir unser Fahrzeug jetzt hier stehen lassen? So, das Fahrzeug hat sich jetzt nicht repariert. Also aussteigen. Ja, lass das mal stehen. Ja, steig aus. Wir gucken einmal das von oben an. So, ich nehme die scharfe Waffe in die Hand. Ja, wir halten hier Stellung. Frage, dürfen wir scharfe Waffen schon benutzen? Nur auf Erwiderung. Okay. Ansonsten ja, okay, verstanden. So. Geh mal bitte hinter das Fahrzeug, weil der Ifrit kommt wieder. Welches sind hinter das Fahrzeug hier hinter? Ifrit kommt. Ifrit bei uns. Ja, bei uns. Wo bist du? Die steigen aus. Frage, dürfen wir schießen? Reifen verschießen, wenn sie nicht halten. Auf Reifen schießen. Okay. Der kommt. Wo ist er hin? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht mehr. Ifrit wieder auf Straße zurückgekehrt. Durch Feuer. Ja. Oh Mann, ich komm mal schnell zu dir. Wo ist der? Sehen Ifrit nicht mehr, kein Kontakt mehr zum Ifrit. Kein Kontakt mehr zum Ifrit. Haben auf ihn geschossen. Ist dann weitergefahren. Ist der Helikopter von uns? Ja. Okay. Kommst du mit? Achtung, auf uns wird geschossen. Feuer wieder an, auf mich wird geschossen. Ich glaube, auf uns wird auch erschossen. Fuck. Hab nur noch 2 Schuss. Ich muss nachladen. Ich auch. Sollen wir uns mal ins Haus vercampen ein bisschen? Ja, rein. Nein, steig ins Auto. Wir gehen zurück ins Auto. Kommt bei mir ins Auto rein. Ich bin drin. Geht doch mal bitte in einen TS-Channel. Steig ein, schnell. Ich bin drin. So, jetzt.
wechsel mal auf Fahrzeug-Channel. Haben Ifrit soweit beschossen. Immer auf Reifen geschossen. Immer auf Reifen geschossen. Okay, das geht von ja hier spannend. Von wo wurde eigentlich auf dich geschossen? Werden von Ifrit verfolgt. Ist der hinter uns? Okay. Ja. Werden von Ifrit verfolgt Richtung Kavala. Verdammt. Oh. Ja, dem passiert schon nichts. Ja, das ist ein bisschen dickeres Auto. Ja. Ich habe noch 84 Leben, ich habe schon ein bisschen Leben verloren. Ja, ich habe auch nur noch 85. Die haben da oben einen Snipe. Und wir werden wieder beschossen. Ja, die haben da oben einen Sniper. Scheiße. Ja. Könntest ein bisschen Verstärkung gebrauchen, ne? Benutz mal dein Getränk und alles. Ja, Leben habe ich noch voll. Ach, Leben, meine ich, trink Essen. Du werden vielleicht, ich hätte noch Spike Clips dabei, gell? Okay. Wo fahren wir jetzt eigentlich genau hin? Ifrit auf Boden. Ifrit auf Boden. Ja, das weiß ich selber nicht. Wir werden ja gerade beschossen, also von dem her glaube ich mal, der versucht jetzt hier irgendwo lang zu fahren. Ja, wahrscheinlich. Also ich sehe hier auch gar niemanden. Ja, das Nachtsichtgerät ist zwar geil, aber hier im Auto sieht man relativ wenig. Ah, der ist im Gebüsch. Ich habe den gerade im Gebüsch gesehen. Den Gebüsch hang runter ist der drin. Okay. Mach mal. Ich sehe den dann, wenn man das Nachtsichtgerät ausmacht. Okay. Ist vorbei. So, wir gegen Rebellen, da haben wir keine Chance. Ja, wir liegen irgendwie ein bisschen auf dem Kopf. Der erste Einsatz für uns beide. Wir bleiben drin. Pass auf, ich steig aus und guck, was passiert, okay? Oh kein mein Gott. Kein Problem, ich leg mich sofort auf den Boden. Kein Problem. Ach ja, du Scheiße, was ist da los? Ich hab den einen erschossen. Oh, ich hab einen Kopf. Sollen wir drin bleiben? Ja. Okay, wir werden weiter beschossen. Unsere Scheiben sind kaputt. Ich bin gestorben. Ja, ich dachte mal als. Da kann man jetzt auch gerade nicht viel erzählen. Was ist? Soll ich jetzt aussteigen oder drin bleiben? Ja, rede mal im Fahrzeug-Channel. Also ich bin jetzt gerade ausgestiegen. Sollen wir drin bleiben? Ich habe das mal geklärt. Also ich habe jetzt geguckt. Ich habe dir einfach auf den einen geschossen und habe Kopfgeld von 2500 erhalten. Jetzt schauen wir mal. Fahren die weg? Sag mal kurz einmal leise. Wo sind die? Leise. Okay. Bis jetzt ist das hier sehr leise. Wurde auf dich geschossen? Okay, die fragen, ob wir uns ergeben wollen. Ich spawn in. Sag ihm, ich spawn in Kavala und komm mit einem Fahrzeug wieder rüber. Ein Darkfighter, der spawnt in Kavala und kommt direkt mit dem Fahrzeug rüber. Oh Mann, wir sollen uns ergeben, habt ihr gehört? Nee, wir ergeben uns nicht so einfach. Nein, wir ergeben uns natürlich nicht. Natürlich nicht, wir sind harte Cops, Jungs, auf jeden Fall. Ich hole mir jetzt ganz kurz das Auto. Ich mach mal mein Night Vision aus. Alter, ich zitter voll. Ich auch. Alter. Verdammt angespannt hier. Ey, das war aber übelst krass, ich steck einfach so aus und... ja. Alter, ich kann schon nicht mehr das Mausrad heben. Ja, das ist übelst krank. Boah, Alter, ich zitter so hart, das ist nicht mehr normal. Entweder ist es die Uhrzeit. Okay. Was hat er gesagt? Sollt ihr aussteigen? Nein. Ja, dann hat er gesagt. Ich hab jetzt gedacht. Ach du Scheiße, die Rebellen stehen vor der Scheibe. Kannst du durchs Auto schauen? Der ist It's Curry. Ah, wer ist das? Wer ist das? Sag ich, ich bin mit dem Auto schon unterwegs. Ich hole mir jetzt nur schnell Rucksack. Sag ihm, er soll so lange nicht rauskommen, bis ich wieder da bin. Bist du tot? Ich bin auf dem Boden oder so. Keine Ahnung. Er hat dich so lange euch nicht aus dem Auto raus. Ich wurde niedergeschlagen oder so.
Solange soll ich nicht aus dem Auto rausziehen. Es ist gut, ich komme schnell vorbei. Wechsel mal auf Taser. Soll ich die Waffe wechseln? Nein, bleib mal einfach mal da. Solange die nicht mit euch reden. Lass es, ich komme. Die reden, die sagen Waffe droppen. Nein. Ich wurde getötet. Ich bin down. Was haben. Ja, hättest die Waffe droppen sollen. Wollte ich gerade machen. Ja, du musst mit denen reden, das ist das Wichtigste, was du ja machst. Die haben da gerade so durcheinander gelabert. Da gab's nicht mehr mit reden. Soll ich am HQ auf dich warten oder soll ich da nochmal hinfahren? Ja, ich muss 42 Sekunden warten. Ich glaube, Dings ist auch tot. So, ich fahre jetzt nochmal hin. Ich würde nicht hinfahren. Das sind bestimmt sechs. Ach, das sind mehr als sechs Leute. Da waren bestimmt 9 Leute. Ich fahre mit Blaulicht einmal lang. Keine Chance, ey. Das war so ein richtig übelster Raid hier. Ich fahre jetzt lang. In 26 Sekunden spawne ich wieder. Oh man, das war der erste Einsatz. Und der erste Einsatz ein bisschen gefällt, aber war auf jeden Fall lustig. So, ich fahre jetzt nochmal hin. Mal schauen, was passiert. Bei wie viel sind wir denn schon bei der Aufnahme? Wir sind jetzt bei 11 Minuten. Ah, okay. Ja gut, das geht ja doch. Ja. So, ich bin unterwegs. Du kannst übrigens dann SUV kaufen. Kauf dir der Cop Black oder in der ganz normalen. Okay, Schwarz. Ich kann jetzt respawnen. Wie respawn ich denn? Ah, respawn drücken. So, ich respawn jetzt wieder in... Kavala. Wo steht denn das? Kann ich einfach nicht. Ach so, was passiert? Ich kann nur in Pyros Hauptquartier, Ataria und R und HW Patrol. Ja, spawn mal im nächsten. Was ist denn das nächste? Musst du gucken auf der Karte. Das ist alles am Arsch der Welt. Atarix, das ist oben am Flugplatz, das ist alles am Arsch der Welt. So. So, ich hab's Licht jetzt ausgemacht, Sirene auch und fahr da jetzt ganz schnell. Wo soll ich denn jetzt spawnen? Wow, 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 wow. Was ist jetzt los? Alter. Kannst du mich in Pygros abholen? Alter, ich habe gerade übelstes Problem. Bitte beachte die Regel und halt dich fern von einem Todesort. Alter. Jetzt sag mir mal bitte, wo ich spawnen soll. Ich habe gerade... Ich hab die Anweisung, dass ich die Verstärkung wegschicken muss. Weil sonst bringen die mich um. Gut, ich fahr schon wieder weg. Ja, okay. Ich hab echt keine Ahnung, wo ich jetzt fahren soll. Die schießen auf mich. Sag ihnen, ich fahr weg. Ich spawn jetzt in Ataria, ne? Alter, ich hab Hast die du gehört? Ja, wenn du das siehst, Alter. Alter. Boah, ich seh nichts. Alter, ich auch nicht. Ich seh überhaupt gar nichts. Das ist das Problem mit der Night Vision. Ja, ich muss mir jetzt kurz mal wieder ein bisschen Geld abholen. Alter, auf mich wird geschossen. Wo ist denn jetzt der Shop hier? Ich sehe gar nichts. Alter. Ich sehe den Shop. Ich sehe den Shop nicht. Da, Cop Item Shop. Das ist doch gut. Alter, wenn du zu den Richtung fährst, gell? Ich sag dir, ich empfehle dir das nicht. Ne? Ich empfehle dir das nicht. Da steht, bitte beachte die Regel und halte dich fern von einem Todesort. Dann wird es komplett verschwommen. So, und dann hole ich mir jetzt mal eine Night Vision. Das ist erstmal sehr wichtig. So, ich lege mich hin. Ich bin nackt. Warum bin ich nackt? Kann man vielleicht mit denen verhandeln? Ich bin nackt. Oh mein Gott, ich bin ein nackter Kopf. Das ist natürlich auch sehr amüsant und sehr schön anzusehen. Ja, ich glaube, wir würden das in zwei Parts jetzt mal einteilen, oder nicht? Wie meinst du das in zwei Parts? Oder gar nicht, jetzt mal aufhören und dann morgen wieder aufnehmen? Ja, ich mache noch ein paar Minuten, 2 Minuten, dann ist eine Folge fertig. So, das ist mir gerade meine Fahrt. Dann rüste ich jetzt nochmal neu aus und dann reicht das eigentlich für den ersten Einsatz. Rappen Shop, was brauche ich denn? Ich brauche komplett alles wieder. Closing Shop, Cop Uniform. Kaufen. So, wieder mal schön aussehen. Ich näher mich mal ganz kurz, ein bisschen. Oh Mann, ich habe nichts mehr. Ich fahre ein bisschen auf den Berg hoch und... So, 5 Magazine nehme ich jetzt erstmal mit. So. Okay, man sieht hier draußen wirklich nichts in der Dunkelheit. Nee, das ist schlimm gerade gewesen bei mir, wo ich jetzt hier gerade das Night Vision holen musste. Ich habe nichts gesehen. Also da, wo ich gerade bin... Oh nee, jetzt ist meine Karre schon wieder kaputt.
Okay, auf mich wird geschossen. Jo, Karre explodiert. Okay. Wo kann man denn hier Autos holen? Psst, sag mal ganz kurz leise. Du gehst zum Carshop und dann holst du dir eins. Hab mal ganz kurz meine Sirene angemacht und hab mir das mal angeguckt, was da gerade passiert ist. Oh, deine schöne Sirene. Ja, bei F auf F machst du deine Sirene an. Cool. Schön, das zu wissen. Steuerung L machst du übrigens dein Licht an. Okay. So, wieder dazugelernt. Wo ist denn hier? Gibt's hier keinen Carshop, wo ich bin? Doch, an dem Hauptquartier? Dich geben. So. Ich kann mein Fahrzeug nicht nochmal reparieren und ich bin mindestens 17 Kilometer außerhalb vom... Okay, das ist natürlich scheiße. Von Dinge und ich weiß nicht, ob es an Tankstellen Werkzeug gibt. Was kostet ein Auto? 35, also kommt drauf an, auf welchen du willst. Ein Offroader kostet nur 5.000. Ein SUV ist mein Offroader. Nee, kauf den SUV, der ich will jetzt nicht so viel Geld hier von Dings nehmen. Ich bin doch nicht so einer. Das darfst du machen, das ist kein Ding. Du musst den Rest halt einfach wieder drauf tun. Na, ich hole mir erstmal einen Offroader, das reicht mir. Ja, gut. Vorerst. Ich komme also, jetzt, noch nicht mal zum ATM. Pass auf, unser Mann ist tot. 1, 2, 3. Ich guck jetzt mal, wo bist du gespawnt? Ah, Highway Patrol. Ja, das andere konnte ich nicht. Konnte ich nicht spawnen. Police Station, also ich rolle jetzt einfach mal mit meinem SUV auf der Straße rum bei 11 km/h mit 2 kaputten Reifen. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, das reicht für die erste Folge als Polizist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Jetzt labern wir nicht dazwischen. Bis zur nächsten Folge. Haut da rein und ciao.